Ja, wir freuen uns auf 10 Tage Filme, geballte 400 Werke, die wir jetzt zu sehen bekommen. Kirche mit der Berlinale zu tun? Ja, Film, das ist ja nicht nur Glamour und Stars und roter Teppich, sondern in Filmen, da geht es ja auch um Menschenbilder, es geht um Weltbilder, es geht um ja, wichtige Themen, existenzielle Themen. Da werden wir einige Filme hier sehen im Lauf der Berlinale. Das können ganz große Themen sein, also das große Thema, was im Moment alle bewegt, die Flüchtlingskrise, das wird hier auch in den Filmen quer durch alle Sektionen eine Rolle spielen. Aber dann eben ja, das ganze Spektrum des menschlichen Lebens, die kleinen zwischenmenschlichen Themen, die großen gesellschaftlichen Themen, Gegenwärtiges, Vergangenes, also ja, das menschliche Leben in seiner ganzen Komplexität. Es gibt auch wieder eine ökumenische Jury, die die Filme sichten wird und die dann auch einen Preis vergeben wird an einen Film, der ja sich auf besondere Weise mit christlichen Werten, mit ethischen Werten auseinandersetzt bzw. zum Nachdenken darüber anregt.